Er jagt einen Rekord nach dem anderen, hängt dafür sein altes Leben an den Nagel und riskiert dabei sogar eine Ehekrise. Streit gibt es manchmal, wenn er mal wieder die Küche mit seinem Lebkuchenbacken belagert. Und das alles für das größte essbare Lebkuchendorf der Welt. Ja, richtig gehört. Und das ist der Erbauer. Dürfen wir vorstellen, John Lovitch aus New York. Ich mag Lebkuchen gar nicht, aber psst, nicht verraten. Aber der Reihe nach, John ist eigentlich gelernter Koch und hat in New York als Küchenchef gearbeitet. Jahreseinkommen um die 110.000 Dollar. Doch sein Job hat den 44-Jährigen nicht glücklich gemacht. Und so hieß es 2015 bei Bye Bye Restaurant und Hello Lebkuchendörfer. Aus seinen ersten 15 Häusern von 1994 werden im Jahr 2003 bald 120 Häuser. Im Jahr 2012 dann 150 Häuser. Schon bald wird er in den ganzen USA berühmt für seine Kreation. Auf die Idee, den offiziellen Weltrekord zu versuchen, kam er aber erst, als er eine Sendung im Fernsehen gesehen hat. Sie zeigten da jemanden aus Arizona und ich dachte mir, Moment, meine Dörfer sind viel größer als seine. Ich habe recherchiert und festgestellt, dass noch niemand den Weltrekord für Lebkuchendörfer hat, also bewarb ich mich. Gesagt, getan, schon backt John sich zum Weltrekord. 2014 mit 1003 Häusern. Und seit 2017 ist er mit 1251 weltweit der ungeschlagene Rekordhalter. Grund genug, John bei seiner neuen Rekordjagd zu begleiten. Und die fängt erstmal erstaunlich früh an. Es ist Februar 2021. Während sich New York aus dem Covid-Winter quält, hat John schon bergeweise Süßigkeiten im Schlussverkauf eingekauft. Denn es geht los. Obwohl er vor gerade mal 4 Wochen sein Lebkuchenhaus des Vorjahres abgebaut hat. Es fühlt sich an, als würde ich nie eine Pause kriegen. Dann sage ich mir, okay, los geht's wieder. Wir besuchen John Lovitch wieder im Sommer 2021. Draußen herrschen 40 Grad Hitze. Trotzdem steht John im Weihnachts-T-Shirt in seiner kleinen Küche im Stadtteil Queens und backt Wände für seine Lebkuchenhäuser. Die Sommermonate bedeuten für ihn eine besondere Herausforderung. Denn um den Anforderungen des Guinness-Buch der Rekorde zu entsprechen, muss jedes Haus 100%ig aus essbarem Material gemacht sein. Nicht einfach, denn Lebkuchen wird erst hart, wenn er richtig trocken ist. Im Juli liegt die Luftfeuchtigkeit in New York bei fast 90%. Ich habe mehrere Luftentfeuchter, aber trotzdem weichen die Lebkuchenwände auf. Keller und Küche gleichen das ganze Jahr über einem Schlachtfeld. Das fordert Ehefrau Judy jede Menge Toleranz ab. Streit gibt es manchmal, wenn er mal wieder die Küche mit seinem Lebkuchenbacken belagert. Aber dann sage ich einfach, super, ich muss nicht kochen, wir müssen uns eben Takeout bestellen. Die Tierärztin lernte John vor 8 Jahren online kennen und von seinem Fimmel für Süßigkeiten war sie sofort begeistert. Dass er sein Leben dem Lebkuchenbacken gewidmet hat, findet sie gar nicht seltsam. Ich bin super stolz auf ihn, besonders wenn ich ihn dann im Fernsehen sehe oder er in der Zeitung kommt. Aber auch wenn ich Freunden oder Familienmitglieder erzähle, dass sein Job Lebkuchenhäuser backen ist, dann finden die das alle total cool. Inzwischen ist es Oktober. An Halloween weihnachtet es mehr und mehr in seinem Keller. Bleche voller Nussknacker, hunderte kleiner Rentiere, Mäuse und Schneemänner. Doch fast wäre das Projekt dieses Jahr gescheitert. Anfang September wütet Hurricane Ida in New York, überflutete zahlreiche Keller, auch den von John. Das Wasser kam in meinen Keller und stoppte genau hier. Genau bis dahin, wo die Häuser sind. Ich habe schnell alle weggeräumt und habe sie überall im Haus verteilt. Auf den Stufen, auf dem Fernseher, überall. John hatte Glück im Unglück. Nur wenig ist zu Bruch gegangen. 22. November, noch 4 Tage bis zur Eröffnung. John hat seit Tagen nicht geschlafen. Die Häuser, die der Sturm beschädigt hat, sind repariert. Jetzt muss alles in Kisten verpackt und heil zum Museum gebracht werden. Das ist für ihn der nervenaufreibendste Part. This is the tricky part. Look at that. Ich bin nervös, denn ich packe meine gesamte Arbeit und damit mein Einkommen in eine Schachtel und vertraue auf die Straßen New Yorks, dass alles heil ankommt.
$30.000 bekommt John vom Museum dafür, dass er sein Gingerbread-Dorf dort ausstellt. Zusammen mit Ehefrau Judy müssen 133 Kisten sicher ans Ziel gebracht werden. Die Autofahrt zehrt an meine Nerven. Ich muss das Radio ausmachen, fahre mit etwa 30 km/h durch die Stadt. Und jedes Mal, wenn ich was knistern oder krachen höre, dann zucke ich zusammen und denke, oh je, was ist jetzt zerbrochen? Doch alles geht gut. Nach 4 Tagen akribischen Aufbaus ist es geschafft. Mehr als 1000 Lebkuchenhäuser hat Johns Ginger Lane genanntes Zuckerparadies. 800 Pfund Süßigkeiten, 600 Pfund Teig und 2000 Pfund Zuckerguss hat der 44-jährige New Yorker verarbeitet. Es ist das größte Lebkuchendorf der Welt und John Lovitch der bisher unübertroffene Weltrekordhalter. Wow, das ist crazy. Verrückt. Wusstest du, ein Mensch hat all das ganz alleine gemacht? Es versetzt einen sofort in eine Weihnachtsstimmung. Das ist beeindruckend. Das muss lang gedauert haben. Ich hätte nicht die Geduld dafür. Kein Wunder, denn es hat fast ein Jahr lang gedauert, bis alles fertig war. Aber John ist glücklich, denn das ist sein Traumjob. 6 Wochen lang steht das Meisterwerk im Museum. Danach werden die Häuser an die Besucher verschenkt. Und für John heißt es wieder, let's do it again.